Hallo, Collins von der Zoldy Corporation. Wir kümmern uns um das Firmennetzwerk, wenn Sie also aufs Knöpfchen drücken würden. Oh, verzeihen. Letztes Jahr haben Firmen weltweit 60 Milliarden Dollar für Online-Sicherheit ausgegeben. Oh Mann, das ist ein Witz hier. Und dieses Jahr sollen es mehr als 80 Milliarden werden. Was geht hier vor sich? Sie wurden gehackt. Und warum haben Sie dann einen auf Hacker gemacht? Ich wollte denen helfen. Die Lokalnachrichten. Ein Mann aus dem Hillsborough County wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Sie haben meine Beziehungen und meinen Ruf aufs Spiel gesetzt. Ich brauche einen besseren Job. Ich arbeite in einer riesigen Eiswaffe. Du hast dich als Postbeamter ausgegeben, Sam. Wo ist denn Ihr Auto? Ich brauche mehr Bewegung. Zu viel Cholesterin. Sie sehen doch ziemlich fit aus. Es ist ein lautloser Killer. Was Sie nicht sagen. Vorsicht! Hi. Tut mir leid, ich hab sowas schon ewig nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. Ich muss gleich wieder los. Meine Tochter ist bei ihrem Großvater. Sie haben eine Tochter? Hattest du schon mal jemanden, der dich geliebt hat? Für den du das Beste auf der Welt sein wolltest? Sie ist der wundervollste Mensch, den ich je getroffen habe. Agent Ames. Darf ich rein? Sagt dir Spice Trail was? Über 1000 Bitcoins wurden gestohlen. Hören Sie, ich habe keine Ahnung, wer Ihre Bitcoins gestohlen hat. War deine Signatur nicht Karate Cat, Sam? Für das Belügen eines FBI-Agenten drohen bis zu 5 Jahre Haft. Gib mir die Bitcoins, Sam. Ich gebe dir 3 Tage. Du hast nichts damit zu tun, Mann. Das ist egal, die werden mir das anhängen. Und wenn ich im Knast lande, verliere ich Josie. Rede mit Josie. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Ich war nicht ehrlich zu dir. Ich bin ein Computerhacker. Aber das war, bevor ich mich in dich verliebt habe. Ich habe eine kleine Tochter, ich bin Witwe und ich habe ewig nicht mehr mit einem Mann geredet. Dank dir bin ich ein besserer Mensch geworden. So wie ich auch. Wie peinlich.